Führer. Mein Führer. Mein Führer. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Die Sicherung des Regierungsviertels. Dass diese kulturlosen Besten in Europa verschwemmen. Feiglinge! Verräter, Versager! Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Mein Führer, wir rufen der Berlin. Das kann und darf nicht sein! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Es geht los! Burgdorf, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss! Ich werde dich einfach fertig machen! Ah, Friedrichstraße, du Hurensohn! Ich werde dich fertig machen! Ja! Starke! Das Spiel, du Hurensohn, das wird spielen! Himmler hat den Lübeck. Und da ein ausgerechnet Himmler! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich hab ihn umgebracht! Selbst wenn der Ausbruch erfolgt. Der Hurensohn schießt auf mich! Der Hurensohn schießt auf mich! Die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen.